よければチャンネル登録もよろしくでごわす。Hallo Koski und willkommen zurück zu Tomb Raider 4 The Last Revelation. Das letzte Mal habe ich endlich das Zuglevel abgeschlossen und kam endlich nach Alexandria nach 3,5 Folgen. Jedenfalls bin ich das letzte Mal hier angekommen. Ah so, das sah so aus, als hätte sie die Waffe gezogen, oder? Das war so ein kleiner Fehler. Jedenfalls, ich bin bei einem Kumpel von Lara angekommen, der hat mir einiges erzählt. Ich habe sogar so wieder vergessen, was es war. Jedenfalls ging es um Werner von Kreu und irgendwas, ich glaube, um ein bestimmtes Artefakt. Ja, also als wir hier reingegangen sind und nach oben gegangen sind, kam ein neuer Levelabschnitt, was mich ein bisschen immer stört. Genau, hier war das. Und ja. Mal schauen, was hier ist. Ich weiß noch eine andere Stelle, wo wir zu einem weiteren Levelabschnitt kommen. Wo kommen immer die Skorpione her? Da kann ich rüberspringen. Also das ist immer eine Sache, das mich tierisch stört, dass man plötzlich so einen nächsten Levelabschnitt ist. Ich meine, die hätten es wenigstens so machen können, so einen kleinen Hinweis zu geben. Ich habe mich gerade leicht erschrocken. Wie kann er bitte schon durch die Wand schießen? Hey, jetzt soll ich mich heilen. Hallo? Die haben was fallen gelassen. Das ist sehr gut. Hey, hallo? Zumindest der eine hat was fallen gelassen. Stimmt, das waren noch die ich das letzte Mal auch noch gesehen habe, dass sie irgendwo drauf waren. Boah, warum hat wieder... Wieso bin ich wieder hungrig? Ich habe doch etwa vor einer Stunde Nudeln gegessen. Gut, ich bin eigentlich allgemein ein Vielfraß. Wenn mein Magen voll ist... Einfach 3 bis 5 Minuten warten und dann kann ich wieder was essen. Gut, das heißt, das letzte Mal, wo ich dann lang gegangen bin, wo ich dann plötzlich auch zum nächsten Levelabschnitt kam, geht es weiter. Denn hier sehe ich gar nichts mehr, ob das hier irgendwo weitergeht. Ich denke mal nicht, das Nebel. Ach, warum bin ich gerade so müde? Mit einem Anlauf komme ich nicht dahin, aber wahrscheinlich kann man sich da festhalten. Ich möchte kurz was ausprobieren, deswegen werde ich jetzt kurz speichern. Das ist am längsten her, der Wächter des Zermerket. Stimmt, da war noch irgendwas, was ich ansprechen wollte. Ja, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein, und zwar diesen einen ägyptischen Spiel. Ich habe mal nachgeschaut. Das Spiel heißt Inficent oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich wollte es eigentlich schon das letzte Mal ansprechen, als ich zum ersten Mal diesen komischen Stierwächter getroffen habe. Aber ich habe es leider vergessen. Ich glaube nach 3 Aufnahmesessionen habe ich das vergessen zu sagen. Jedenfalls, ja, ist es jedenfalls auch ein Spiel. Und ich habe auch noch herausgefunden, dass, wenn man dieses Spiel verloren hätte, dass man zu 7 Geheimnisse kommt. Nee, zu 5 Geheimnisse. Das heißt, bei diesem Level gab es 7 Geheimnisse. Und hätte man dieses Spiel verloren, würde man zu 5 weitere Geheimnisse geführt. So, ich habe jetzt irgendwas aktiviert, ich weiß aber nicht was. Ups, falscher Knopf.
Ist es dein Ernst? Ach, warte mal, kann es sein, dass es ein bisschen gesunken ist? Nee, hä? Wieso kam sie dann bei der kleinen Ecke nicht rüber? Schade. Der ist leider zu. Was habe ich aktiviert? Vielleicht hier irgendwas im Hause? Also in diesem Gebäude? Ah ja, hier. Oh. Was habe ich denn da noch bekommen? Sah aus wie. Genau das habe ich gesehen. Gut, dass ich das da oben gesehen habe. Aber ich frage mich, für was das da oben ist. Warum gibt es da eine kleine Ecke? Komisch, das kommt man nicht mal wieder zum. Mehr Informationen? Oui, ich bin überzeugt, dass ein Teil der Rüstung sich hier in der Stadt befindet. Ein hiesiger Sammler präsentierte vor einiger Zeit eine Ausstellung. Gerüchten zufolge soll ein Stück sich in seinem Besitz befinden. Schwer zu sagen, ob das stimmt, denn der Mann war ziemlich verrückt. Er verschwand spurlos und ließ die Exponate abdecken. Sollte von Croy noch nicht dahinter gekommen sein, könnte man hier mit der Suche beginnen. Ja, schön und gut, dass du es mir nochmal erzählst, aber das wollte ich eigentlich nicht. Und allerdings bin ich nicht mal zu dir hingegangen. Die hätten es so einbauen sollen, dass man ihn dann mal so ansprechen kann. Ich frage mich trotzdem, was hier so ist. Ich bin übrigens nochmal hier nach oben gegangen, weil erstens da was ist, wie ich sehe, und ich wollte da so allgemein, sag schon, herumschauen. Was ich merkwürdig finde, in den anderen Tomb Raider Teilen kann sie das nicht so. Gut, vielleicht ist es erst neu hier eingefügt worden, dass sie um die Kante sich festhalten kann. Also im ersten Teil geht das nicht, im zweiten Teil geht das nicht, im dritten Teil geht das auch nicht. Das heißt, es wurde, glaube ich, erst hier nur eingefügt. Im fünften Teil weiß ich nicht, ich habe das auch noch nicht gespielt, höchstens damals mal kurz angetestet, ob das Spiel plus minus funktioniert. Sechsten Teil weiß ich jetzt gerade auch nicht und die anderen Teile. Ist oder so eine neue Timeline und gibt es eine komplett neue Steuerung. Da siehst du, da ist auch noch was. Aber wie komme ich dorthin? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt überleben werde, wenn ich jetzt runterfliege. Ich muss oder so dann wieder neu laden, wenn ich jetzt sterben sollte. Deswegen werde ich jetzt versuchen, da raufzukommen. Oh cool, die überlebt das, überlebt das. Wie komme ich aber jetzt da nach oben hin? Da habe ich angefangen, das weiß ich ganz genau. Schade, dass sie keine Seitensprünge, keine Wandsprünge machen kann, wie Super Mario. So, dann gehen wir zum nächsten Levelabschnitt, der hier war. Ich glaube, der war hier. Todos. Nee, der war nicht hier. Oder? Oder doch? Hä?
Irgendwo war der. Nee, hier war der nicht. Why? Wieso nur? Da war's doch draußen. Boah, wo kommt jetzt bei mir die Müdigkeit her? Dein Ernst, Lara? Was war das denn? Die ist gerade durch, bisschen durch die Wand geglitscht. Okay, dann war's doch hier. Wo man plötzlich im nächsten Level kommt. Es war hier, etwa. Ich verstehe es zwar nicht, aber naja. Dann mal schauen, was jetzt mich alles erwartet. Schön, dass ich was sehen kann. Ich erwarte auf Gegner. Peng, peng. Ich habe irgendwas gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt irgendwo, ob das jetzt eine Zaunkulisse war oder ob ich doch jetzt Schritte gehört habe. Hat sich zwar angehört wie ein Galoppieren eines Pferdes, aber ich gehe da gleich lang. Hallo? Wieso? Hat sich gerade nicht bewegt nach rechts. Was war das denn gerade? Kann man hier irgendwas machen? Oder muss ich irgendwas öffnen oder ist es einfach nur Deko? Wie sie erstmal da hängen bleibt. Nächster Levelabschnitt, warte! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich werde erstmal speichern, bevor jetzt irgendwas wieder kommen sollte. Falls ich doch jetzt plötzlich wieder am neuen Levelabschnitt bin, dann kommt eine Videosequenz und dann bin ich wieder ganz woanders oder sonst irgendwas. Ja, ja. Ich vermisse manchmal so eine kleine Wegbeschreibung. Dass sie es noch geschafft hat, obwohl sie sich ihr den Kopf gestoßen hat. Ich weiß. Nur bei einem geht es weiter. Und beim anderen ist ein Geheimnis. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht hier ein Geheimnis ist. Das sieht schon so geheimnisvoll aus. Oder, wo ich gerade war, wo plötzlich die Musik losging, wo ich diese Absperrung abgeschossen habe, sorgt dafür, dass ich wieder hier rauskomme. Oder ich muss tauchen. Ich habe noch eine andere Idee. Ich weiß allerdings nicht, ob die funktioniert. Und zwar so ranspringen. Ja, das funktioniert. Ernst? Ich glaube, da kam ich hoch. Boah, mein Rücken ist angespannt. Was war das denn? Ach, nur Lichteffekt. Ich gehe zurück. Warum mache ich das? Bin ich dumm?
Denn ich habe das Gefühl, da wo ich jetzt gerade war, geht es weiter. Gut, hier sehe ich keine Tunnel. Ägypten Adventure. Das ist nur wieder bisschen 2D. Solange nicht um eine Ecke ein Zombie ein Zombie sage ich schon, eine Mumie angesprungen kommt. Oh, da liegt was. Oder da hängt was. Dann bin ich sehr froh. Falls ihr euch fragt, warum mit das. Schaut mein Tomb Raider 1 Let's Play an, auch wenn ich das nicht wirklich gut finde, das Let's Play. Wollte gerade sagen, bewegt da sich jetzt was? Oh. Wie ich mich erstmal erschrocken habe. Ich denke mal schon, dass es eine Attraktion darstellen soll. Entschuldigung. Meine Reaktion, als ich das Teil abgeschossen habe. Kann ich nicht abspielen? Also drücken konnte ich da auch gar nichts. Die ist aber unecht, ja? Der sieht so aus, ansonsten würde er seinen Kopf. Was war das denn gerade? Ansonsten würde dein ganzer Kopf nicht kreisen. Oh, diese Geräusche. Oder dieses Geräusch vom Kopf. Ich hab's kaputt gemacht. Aber das sieht mir hart nach Fallen aus. Deswegen werde ich jetzt hier mal speichern, weil ich das gerade nicht vertraue. Die Küstenruinen. Ah ja. Ach, ich sehe gerade auch, wir sind doch fast am Ende angekommen. Wir nehmen schon fast 20 Minuten auf. Krass. Ich komme auch noch nicht klar mit der Reaktion, als ich das Teil abgeschossen habe. Ich wusste doch, dass man da runterrutscht. What the hell? Seit wann habe ich den eingesammelt? Achso, ich glaube, im Zug habe ich den eingesammelt. Jetzt bin ich blind? Ja, ich bin blind. Der war gut. Aber der ist auch extrem böse gewesen. Ich meine, wenn es ja eine Attraktion darstellen soll, wieso führen sie denn hier echte Fallen ein?
Aber es war mir schon irgendwie klar, dass es eine echte Falle ist. Deswegen bin ich dann auch nicht lang gegangen. Und dann habe ich gedacht, es ist ein kurzes Adventure-Spiel. Dann wollten sie hier eine unechte Mumie einfügen. Ich lasse mal die Waffe gezogen. Hallo? Kamera? What the fuck? Habe ich mich erschrocken? Oh! Aber gut. Ich werde ein andermal weiterspielen oder halt ne, die nächste Folge werde ich aufnehmen. Ich bedanke mich, dass ihr ein bisschen zugesehen habt. Ja, es war wieder ein bisschen Action dabei und das habe ich jetzt weniger erwartet. Eigentlich eine Attraktion. Aber ich glaube, die wurde gesperrt aus Grund wegen den Fallen, weil die noch aktiv sind. Oder keine Ahnung, warum das da ist. Jedenfalls, ich bin gespannt, wie ich das lösen kann und das andere. Ich werde erstmal das andere machen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Like und einem Abo, damit ihr mich auch ein bisschen unterstützt. Ansonsten deabonniert ihr einen anderen und abonniert dafür mich, dann bei mir ist alles frisch. Ansonsten, tschüss, Koski.